Carlos Bernecker, wir kommen nicht rundum einmal die vier Goal anzusprechen. Wie haben Sie das angesprochen innerhalb der Mannschaft? Ja, das ist sehr bitter. Sehr bitter, wie das gelaufen ist. Vor allem, wenn man die Spiel so startet, nach einer Minute in Führung gehen, nach dem ersten Sieg gegen Lausanne, auswärts 1-0 führen, hat man die Mannschaft können anders handeln. Das hat uns gefehlt, diese Abgeklärtheit um unnötige Ballverlust verursachen, das gleichzeitig Gegenangriff und Eckball vermeiden. Und dort hat Aarau gnadenlos natürlich das ausgenutzt. Wir haben das thematisiert, angesprochen, angeschaut, weiterhin so das trainiert. Und das hoffen wir, dass das nächste Mal nicht wieder passiert. Oder? Die ersten 9 Minuten waren wirklich stark gewesen. Man hat das Führungsgoal gemacht, man hat konsequent nach vorne gespielt. Können Sie sich das erklären? Ab der 10. Minute war der Faden gerissen gewesen. Ja, das sind unnötige Ballverluste. Wir müssen dort in den Findungsprozess, wo wir sind mit den Oli, dort müssen wir die Situation im Mittelfeld besser können gestalten, dass wir unnötige Ballverluste verursachen. Und auch nach den 1-0 eine oder andere Situation oder Anspielstation besser können noch erreichen, das uns ein bisschen entlastet und auch über die Zeit können wir besser unseren Angriff vorbereiten. Gleichzeitig, es geht nicht nur um Oliver, diese Situation, sondern das gesamte Mannschaft, diese Ballzirkulation besser gestalten kann, um unnötige Ballverlust zu verursachen. Oder? Jetzt am Sonntag, wir erwarten 37 Grad. Sie sind Südamerikaner, neben den Entlebucher Wurzeln. Wird man in Argentinien am 4. vor 2 im Hochsommer shooten? Nein, definitiv nicht. Ich finde wirklich schade, das ist ein Teil von dieser Kommerzialisierung, wo es gibt mit dem Fußball, wo ich Mühe habe, weil ich denke, letztendlich die Hauptdarsteller leiden unter solchen Bedingungen zu seine Leistung abprüfen. Es ist unmöglich. Und am Schluss leidet ein Spektakel und die Fans sehen sicher keine gute Spiel. Ich finde es schade, dass man nicht in der Lage ist, das vor die Situation zu vermeiden. Und ich hoffe, dass man in der Lage ist, die Situation zu korrigieren. Oder? Was machen Sie, dass es ein Spektakel gibt, wenigstens vom FC Luzern, auf das von Zürich können wir gerne verzichten? Ja, auf alle Fälle. Ich möchte natürlich, dass die Mannschaft große Aufmerksamkeit zeigt, dass man unnötige Ballverlust gleichzeitig bewusst ist, dass Zürich hat eine Angriffabteilung, wo sehr gefährlich ist. Kleingewachsene, wo gute Dribbeln, gute Ansicht, gute Bewegung, unberechenbar sind. Und das müssen wir aufmerksam beobachten. Also zuversichtlich, dass die 3 Punkte hier beim schönsten Wetter und heißen Temperatur in Luzern bleiben? Ja, natürlich, auf alle Fälle.